In Zürich können wir in diesen Tagen Thomas Mann mit seiner Frau begegnen. Der berühmte deutsche Dichter hat in seiner europäischen Heimat den 75. Geburtstag gefeiert. Das von Lesern in aller Welt im Stillen miterlebte Fest hielt den Schöpfer der Woodenbrox und des Dr. Faustus nicht von der Arbeit an seinem... Und ich sah dann einen Herrn, den ich vor 3 Tagen in der Wochenschau in Zürich gesehen habe. Und zwar in der Schweiz, diesem kleinen Europa, verbringe. Grüß Gott, die Herrschaften. Was kann ich Ihnen denn Schönes an Kuchen anbieten? Was haben Sie denn da? Einen Apfelkuchen hätten wir da. Oder einen schönen Zwetschgendatschi. Zwetschgendatschi, wie er das sagt. Allein vom Zuhören haben die Leute schon einen Appetit gekriegt. Man muss natürlich nett machen und man muss seine Ware mit Überzeugung verkaufen können. 2 Apfel, 3 Datschi und 5 Mal Kaffee. Kommt sofort. Ja, sag mal, wo kommst du denn her? Ich bin vom schönen Tegernsee. Rottach-Egern, um genau zu sein. Und was machen denn Ihre Eltern? Wir haben einen Gasthof in Wagrain. Gastwirte sind's, die Eltern. Nun, dann ist ja für Sie gesorgt. Ja. So, jetzt bringe ich Ihnen erst einmal den Kaffee. Fisch ist er. So. Aber der Datschi für die Dame. Dankeschön. Und für den Herrn. Danke sehr. Bitte schön. Die beiden Apfelkuchen für die beiden Herrschaften. Bitte schön. Wenn ich noch was bemerken dürfte. Bitte sehr, bitte sehr. Der Herr Karl Zugmeier ist augenblicklich auch im Haus. Wir danken. Herrlicher Abend. Ja, das ist wirklich prächtig. Ich habe Sie noch gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Westermeier. Westermeier. Und der Vorname? Franzl. Franzl. Ja, danke. Und das... Dankeschön. Sagen Sie, Franzl, wollen Sie nach dem Dolder noch ein anderes Haus in der Schweiz kennenlernen? Ja, unbedingt. Ich würde gerne auch nach Genf in ein Hotel, schon allein wegen der Sprache. Noch etwas Französisch, ja. Kann man in Ihrem Metier gut gebrauchen. So haben wir am Tegernsee auf der Schule nicht gelernt. Und dann vielleicht noch in die Küche kochen lernen. Aber das wird schwer. Warum? Warum denn schwer? Ja, wissen Sie, für einen Deutschen ist es gar nicht so leicht, die Arbeitsbewilligung hier zu bekommen. Ich will mal versuchen, Ihnen zu helfen. Ja. Herrlicher Abend, findest du nicht, Harry? Herrlich. Ja. Für uns ist drinnen gedeckt. Vielleicht bedienen Sie uns, Franzl. Sehr gern, wenn es mein Revier ist. Ja. Jetzt warst du aber wirklich ein bisschen unbeherrscht. So lang mit dem Franz da draußen zu reden. Weltruhm ist mir nichtig genug. Aber wie gar kein Gewicht hat er, mein Weltruhm, gegen ein Lächeln von ihm. Einen Augenblick, bitte. Begleiten Sie mich doch bitte mal an den Fahrstuhl. Sehr gern. Hier, für die Bedienung, damit Sie es nicht abgeben müssen. Vielen Dank.